Also hier im Vitanas im Seniorenzentrum Rosenberg finde ich besonders die Lage ganz schön, dass wir hier ländlich liegen, alles schön ruhig ist, schön familiär, dass wir ein kleines Haus sind und halt auch alle Mitarbeiter kennen sich untereinander und auch die Bewohner kennen uns, wir kennen alle Bewohner auf alle Stationen. Durch das kleine Haus ist das richtig schön. Wir in der Beschäftigung gehen gerne mit den Bewohnern spazieren. Die Bewohner freuen sich darauf, dass sie nicht nur im Haus oder in unseren schönen Garten spazieren gehen können, sondern eben auch in der Umgebung, ins Dorf rein. Unser Haus liegt ländlich, daher können die Bewohner auch Orte, die sie auch früher besucht haben, immer noch besuchen. So, ja, wir gehen ein bisschen spazieren und wir machen ein bisschen Dummheiten, wir lachen, wir wollen. Also und was es hier auch ausmacht, ist, dass man halt ein sehr gutes Mitarbeiterteam hat. Also die Wohnbereiche helfen sich untereinander und ich arbeite wirklich gern hier, weil es halt ist wie Familie. Also und was natürlich auch noch ein schönes Bild ist, gerade für die Bewohner halt, ist, dass man auf die alten Gegenstände vor ihrer Lebenszeit zurückgreift. Also das sind auch Orientierungshilfen wie Telefon mit Wählscheibe zum Beispiel, wo die Bewohner alle gut mit zurechtkommen, wo sie kennen halt einfach oder auch andere Orientierungshilfen, wo Bilder vor ihrer Jugend an der Zimmertür hängen, einfach, dass sie wissen, wo ihr Zimmer ist. Ja, wir gehen raus, wir sind mit dem Schäckchen spielen und dann war Bingo, ne? Und dann haben wir Domino, Abend immer eine Stunde, dann gehen wir in die Kirche alle Wochen. Na ja, wir machen Spiele, ne? Und dann mal ein bisschen singen, wo läuft die Luft, ist frisch und rein. Auf Stationen kenne ich viele, die halt jahrelang im Kirchenchor auch gesungen haben und deswegen ist es natürlich schön, dass so ein Angebot auch vom Haus steht. So kann man doch gerade bei dem Krankheitsbild Demenz wieder viel vom Bewohner halt zurückholen, ins Gedächtnis rufen, weil die Lieder, das was sie ihr Leben lang eigentlich gemacht haben, das bleibt natürlich erhalten und das dann so positiv zu nutzen und die Bewohner haben auch Spaß dran und da haben wir zum Beispiel eine sehr musikalische Bewohnerin, die hat auch ihr Zimmer total schön gestaltet und die lebt es wirklich aus mit der Musik, das natürlich die anderen dementen Bewohner auf den geschützten Wohnbereich auch sehr positiv empfinden. Es ist einfach ein tolles Haus, weil überall wird Liebe verstrahlt und die Mitarbeiter gehen so lieb mit den Leuten um, also, und es wird so viel im Haus gemacht. Also ist ein ganz tolles Haus. Für mich ist es einfach traumhaft. Ach, mir gefällt es sehr gut hier. Alles schön in Ordnung. Die Pflegerin und Pflege ist alles sehr freundlich mit einem, ne? Na, die Leute, die sind alle miteinander in Ordnung und wir haben alles, haben wir da. Und wir können ganz zufrieden sein. So. Unser Team hält immer zusammen, egal was ist. Wir können über alles reden und versuchen immer die besten Lösungen zu finden.